Guten Tag zu einem weiteren Video Dog Performance und heute geht es um das Stahlwerks MIGMAC 200 Pulse Pro oder Plus. Ja, hier steht es nochmal außen drauf. Das ist ein Schweißgerät, das für Dünnblech geeignet ist, deswegen habe ich mir das gekauft. Ich als Person schweiß oder beziehungsweise restauriere alte Kfz und ich habe mir gesagt, ich brauche jetzt mal ein vernünftiges Schweißgerät, mit dem man auch Alu schweißen kann. Das kann das Gerät nämlich angeblich. Und ich sage euch gleich hinzu, ich persönlich habe vom Schweißen absolut gar keine Ahnung und deswegen bin ich ganz happy, dass ich nur ein Rädchen vorne habe, mit dem man das angeblich alles ganz einfach einstellen kann. Das habe ich mir gedacht, weil es gibt im Netz keinerlei Videos darüber, wie sowas ausgepackt wird. Da habe ich gedacht, ich packe das zusammen mit euch aus und dadurch, dass ich genauso ein Dulli bin wie ihr auch, können wir vielleicht zusammen was lernen, was diese ganze Thematik angeht. Ich habe mir das übrigens im Komplettpaket gekauft. Hier packen wir später auch noch quasi die ganzen Zubehörsachen aus, die ich mir mitbestellt habe, von Schlauchpaketen etc. etc. Gucken wir zusammen mal rein. Also, kommst du ran. Wir haben das Schweißgerät, das übrigens auch mit 230 Volt läuft, beziehungsweise mit 230 Volt, also handelsüblicher Haushaltsstrom. Sollte aber mit 16 Ampere abgesichert sein, weil anders würde euch die Sicherung fliegen. Übrigens die kleinste Stromeinstellung laut Gerät oder beziehungsweise laut Hersteller sind 20 Ampere. Als Faustformel oder Faustregel kann man sagen, pro Millimeter Blech braucht man 40 Ampere Schweißstrom. Also das ist aber auch nur so eine Faustregel. Da wird wahrscheinlich einer sagen, nein, das sind 35,75. Ich habe das genau ausgerechnet. Übrigens, das hier ist keine bezahlte Werbung. Ich habe dieses Gerät von meinem eigenen Pfandgeld zusammengespart, waren in Summe 800 Euro, das sind 2400 leere Bierkästen, so in der Richtung, nee Quatsch, keine Ahnung wie viel das sind. Wenn wir schon mal hier sehen, Gummikabel, ziemlich dick, muss es aber auch sein, dass wir hier auch dementsprechend unsere Leistung durchbekommen. Und dann das Gerät als solches, sehr klein, was mir jetzt so auffällt, wenn ich mir das vergleiche, gegenüber zu meinem Burlingon. Was halt auch schon übelster Brecher aus den 80ern ist, ist das echt ein winziges Gerät. So, Folie direkt mal abgezogen. Wir haben nur ein Rädchen. Okay, ich kann hier Sachen vorwählen. Was mich am meisten interessiert, ist natürlich MAC. Dann MMA, kenne ich nur als Kampfsport. Lift-Tick und Puls-MIG, sagt mir alles gar nichts. MIG wäre in dem Fall für mich interessant für zum Alu-Schweißen. Ist dann irgendwie ein invertes Gas. Ich schweiße eh mit Argon, also wäre alles bei mir MIG, glaube ich. Falls ich da absolut falsch bin, könnt ihr mich gerne korrigieren, weil ich sage, ich habe davon absolut gar keine Ahnung. Was ich jetzt hier noch sehe, man kann den Draht vorwählen, was für eine Drahtstärke man hat, 0,6, 0,8 und 1 mm. Ich weiß gar nicht, was ich hinzubestellt habe, beziehungsweise was bei dem Großpaket dabei ist. Wahrscheinlich 0,8, aber ich werde mir definitiv dann eine Rolle 0,6 kaufen. Übrigens, so wie ich das verstanden habe, wir jetzt auch direkt mal den Deckel hier seitlich aufmachen. Wie geht das? Wahrscheinlich jetzt nur Schraube, oder? Ah, ne, hier, guck, hier ist so ein kleiner Mechanismus. Drückst du hier rein, drückst da rein, geht das auf. Wir haben nämlich hier ein, wie nennen wir das, ein 4-Rollen-Vorförderband-Futter. Da schließen wir, beziehungsweise hier kommt unsere Drahtrolle rein und dann wird das über diese 4 Rollen nach vorne getrieben und die müssen natürlich dann auch angepasst sein an den jeweiligen Draht. Ich habe das wie gesagt ein Komplettpaket gekauft, weil ich auch Alu schweißen möchte. Bei Alu braucht man andere Rollen, die sind dann irgendwie rund, also die haben da so eine Halbrundung drin, vielleicht sehen wir das auch, und die haben glaube ich so einen Keil nach unten hin rein. Guck mal, was noch dabei ist, weil wir haben das Gerät ja schon draußen. Und hier rein, was wir hier haben. Übrigens finde ich das schon mal sehr cool verpackt. Zubehör und Accessoires. Aha. Jetzt haben wir hier die Förderrollen, unterschiedliche, die sind jetzt auch schon beschriftet. 1 mm Draht, 0,8er Draht, 0,6er und das hier, 1,2. Also man kann das zwar nicht vorwählen, aber scheinbar gibt es auch eine Förderrolle für 1,2er Draht. Nicht mal gewusst, dass es das gibt. Dann was haben wir hier? Weißt du, was das ist? Schweißpunkthammer. Ein Schlackehammer ist das. Ja, wenn man eine Schweißnaht hat und da bildet sich eine Schlackenaht, kann man das dann hier mit rausklopfen. Mit einem sehr individuellen, komisch gestalteten Griff.
in Form von so einer Feder. Aber ja, liegt gut in der Hand. Werde ich wahrscheinlich nie benutzen. Eine Drahtbürste, vielleicht sogar aus Edelstahl, kann ich mir vorstellen, so wie die aussieht. Für unsere Schweißnähte am Schluss nochmal blank zu bürsten. Wichtig, was ist das? Was wisst ihr? Eine Masse. Genau. Muss ich mal genauer angucken. Mit Kupfermasseband gegengekontert. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt extrem hochwertig ist. Ich fühle das jetzt ein bisschen dünn. Steht 10 bis 25 Quadrat. Da frage ich mich, warum da 10 bis 25 drauf steht. Weil das ist ja ein Range. Also ich werde jetzt schätzen. Ah, hier steht jetzt 25 Quadrat Durchmesser für die Masseleitung. Dann hier. Das könnte Vergas sein. Beziehungsweise kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das eine normale Kupplung ist, die da drauf kommt. Aber hier haben wir auch Gasinput. Doch, das passt. Okay, das hockt hier eh hinter dem Druckminderer. Da müssen wir eh gucken. Druckminderer ist, glaube ich, mit dabei. Bei dem großen Set habe ich ja zusätzlich dann bestellt. Notfalls hätte ich eh bei meinem alten Schweißgeräten Druckminderer über. So, Vatermesser. Hier haben wir unser Schlauchpaket, 3 Meter lang, Mack in dem Fall und nochmal ein Satz Düsen, beziehungsweise, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, wo der Draht durchläuft. Auch für alle unterschiedlichen Durchmesser, ist klar, für 0,8, 0,6 sehe ich hier, wahrscheinlich das hier 1 mm, auch 0,6, also die brauchen wir auf jeden Fall, davon habe ich aber auch noch ein paar auf Lager. Weil sowas verschleißt bei mir relativ gern, weil ich so Dolly bin, der mit dem Brenner ganz nah quasi in das Schweißbett, Schweißnaht, keine Ahnung, wie sich das denn jedenfalls reingeht. Und dann brennt mir dann die Düse hier immer weg und dann verklebt dann irgendwann dieses Teil. Könntest du ja gerne benennen, wie es heißt. Ich weiß es nicht. Oh, noch eine Haube, dass ich das Gerät am Schluss, wenn ich fertig bin, schön abdecken kann. Übrigens, wenn einer eine Idee hat, was für einen schönen Wagen ich mir da noch holen könnte. Für wenig Geld kann er mir das gerne in die Beschreibung reinhauen. Hier haben wir noch einen Schutz. So sieht das aus. Und hier geht unsere Drahtseele durch. Irgendwelche Kontakte und das wird vergast sein. Scheint aus Gummi zu sein. Brenner mal von näher angucken. Stahlwerkslogo. Sieht das so an für sich gar nicht schlecht aus. Unsere Düse. Hier können wir dann dieses Teil vorne tauschen. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Fachgerecht. Okay, viel mehr ist da jetzt nicht drin. Aber viel mehr brauchen wir ja eigentlich auch gar nicht, ne, für zu schweißen. Gucken wir mal, was wir quasi noch hinzugekauft haben. Ob da auch ein Druckminderer dabei ist, dass wir das Gerät als solches auch in Betrieb nehmen können. Und wir müssen ja noch quasi eine Drahtrolle hier reinpacken. Aber so. Ja. Eigentlich relativ handlich, relativ klein und von außen. Wie findest du es? Also es sieht stylisch. Ja, sieht cool aus. Ist auch eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich es mir gekauft habe. Weil ich finde, es sieht einfach cool aus. Es gibt natürlich auch andere Geräte in dem Preisrahmen. Also ich glaube, das Schweißgerät alleine kostet so 600 €. Ja, müssen 600 gewesen sein. Für das Geld kriegt man natürlich auch andere Geräte von anderen Herstellern, die ähnliche Funktionen oder gleiche Funktionen haben. Aber ich fand das optisch mit am coolsten. Und was mir halt ganz wichtig ist, ich habe hier nur ein Rädchen und ich hoffe, dass ich als absoluter Dulli-Mensch damit dann zurechtkommen werde in Zukunft, weil bei meinem Oerlikon habe ich ungefähr gefühlt 20 Stellschrauben und dadurch, dass ich kein gelernter Schweißer bin, ist das für mich ein Unding, dieses Gerät richtig einzustellen. Gucken wir uns an, was wir hier noch bestellt haben. Übrigens, das war dieses Set, was man vorbestellen musste. Ich weiß nicht, ob das momentan immer noch für 800 € bzw. 799 € quasi erwerblich ist. So, dann lassen wir hier Verpackungsmüll. Und jetzt den ersten, ist relativ schwer. Wir haben hier schon mal eine Drahtrolle. Drahtrolle für Alu. Das können wir ja erstmal beiseite machen, weil das Thema Aluminium schweißen, das wird noch sehr lange dauern, bis ich da dran komme. Übrigens, wenn einer Interesse hat, ich baue hauptsächlich BMW um. Schwerlastig E30 und Z3 Coupé. So, da haben wir unseren Schweißdraht
für Stahl. 08er Draht, schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, ich werde noch eine 06er Rolle kaufen, weil in dem Fall, was ich mache, ich habe so 08er bis 1,5 mm Bleche, meistens aber echt 08 bis 1 mm Karosserieblech. Und wenn ich da mal irgendwelche Blechreste verarbeite, können die auch mal 1,5 mm stark sein. Selten, dass ich nur was Dickeres schweiße. Das lege ich direkt mal zum Gerät, weil das müssen wir noch einfädeln. Gucken wir mal, wie schwer das Ganze geht. Ah, hier haben wir unseren Druckminderer. Schutzgas-Druckminderer ST315. Können wir auch mal schnell auspacken. Übrigens, wie gesagt, ich schweiße komplett mit Argon. Aber nicht mit Argon pur, sondern... Das können wir uns gleich mal anschauen, dann könnt ihr sehen, was ich da fabriziere, weil ich habe davon absolut keine Ahnung. Da gibt es ja dann Argon, Helon und keine Ahnung, was es alles für mich gibt. Ich denke, das ist alles uninteressant, weil wir wollen ja einfach nur ein bisschen vor uns hin brutzeln. Aber cool, also ich tue diese Verpackung hier gerade einfach auseinanderreißen. Cool, wie das einfach schon mal sehr geil durchdacht verpackt ist, dass da nichts dran kommt. Hier habe ich noch irgendwelche Dichtungen, sind da noch mit dabei. Ich lege das erstmal beiseite. Hoppla. Ja, ich stelle mich gern dumm an, wenn ich dumm bin. So, irgendwelche Dichtungen und Anschlüsse. So, gucken wir uns den Kollegen hier noch an. Das Problem ist aber, was ich direkt jetzt schon sagen kann, ich habe keine... Das ist so ein spezielles Glas und da kann man quasi mit rausmessen, wie viel Liter Gas die Minute oder die Stunde quasi durch dieses Gerät durchlaufen. Das muss man nämlich passend einstellen. Das werden wir heute nicht machen, weil ich habe das nicht da und ich weiß auch nicht, wie man es richtig einstellt. An meinen Druckminderer von meinen Geräten ist es eingestellt. Dann werden wir das quasi, wenn wir das Gerät heute mal ausprobieren, wenn wir es erstmal so quasi nutzen. Aber ey, wenn ich mir das jetzt hier angucke, wir können uns ja mal einen Vergleich machen. Das ist der Druckminderer, den ich die ganze Zeit hatte. Und das ist jetzt der von Stahlwerk. Sieht schon geil aus. Hm. Ja, hier, meiner hier ist auch schon oxidiert bis Todes. Der wird wahrscheinlich auch schon 20, 30 Jahre alt sein. Oh, das sieht schon cool aus. Ich habe keinerlei Ahnung, für was hier so ein Überdruckventil sein soll. Gehe ich davon aus, dass es eins ist. Weiter geht's, was haben wir hier? Ah ja, Düsenpaket für unseren Brenner. Und auch hier, vielleicht steht es jetzt dabei, wie das richtig heißt. Stromdüse. Ah, okay. Also es sind Stromdüsen 1 mm und 1,2 mm. Hm, schade. Hätte ich jetzt eigentlich nicht so wirklich gebraucht. Ah, okay, das ist für Aluminium. Okay, dann ist ein Päckchen für Aluminium. Vielleicht hier ist nochmal ein Päckchen dabei für normaler Stahldraht. Ja, siehe da. Haben wir auch nochmal ein Päckchen für normalen Stahldraht da. Und das heißt hier Gasdüse und Gasdüsenträger und Stromdüse. Okay, und Stromdüse, hier sehen wir es. Du musst auch rankommen, dass die Leute sehen, was die bekommen, wenn sie es bestellen. Die können aber übrigens lesen, weil ich gehe stark davon aus, wenn sie das in der Beschreibung von Stahlwerk lesen, was im Lieferumfang dabei ist, dann steht es dabei. Aber ich persönlich, ich bin ein Dulli, ich habe einfach gesagt gehabt, was, 800 Euro muss ich haben, bestelle ich, kacke egal, was dabei ist. Hat auf den Bildern cool ausgesehen, dass viel Stuff dabei ist und viel Stuff mag ich. So, das hier, was könnte das sein? Rolle. Was? Die Rolle. Nein. Ach so, Schweißschild. Genau. Ich habe schon eins, aber ich habe mir gedacht, komm, dann wenn du schon alles bestellst, stellst du direkt noch das große Paket und dann hast du auch noch einen Schweißhelm mit dabei. Einer, der sich natürlich selbst abdunkelt, aber das ist ja heutzutage echt nichts Besonderes mehr. Früher habe ich immer die Augen dann zugemacht. Und habe mir dann immer brutal die Fresse verbrannt. Und ja. Eine Verpackung in der Verpackung. Super, das liebe ich. Für Profis, also nicht für mich. Kannst du auch nicht flexen. Also was kannst du hier machen? MMA, also Kampfsport, kein Problem. WIG, kein Problem. MIG, kein Problem. Flex und Plasma. Max steht gar nicht dabei, also können wir den Helm gar nicht benutzen. So eine Scheiße. Ne? Nein, wird natürlich genauso gehen. Machen wir den auch mal aus. Oh, guck mal hier. Mit Sack. Ha? Mit Sack. Ich finde sowas cool. Wenn wirklich? Wenn das schon so eingepackt ist, dass dieses Stahlwerk-Logo genau mittig ist, dass das hier hinten genau mittig ist, da machen sich Leute, das wird ja irgendwo, das, also ich glaube nicht, dass das in Deutschland hergestellt wird, macht sich ja irgendwer dann Gedanken dazu, wie man das wertig verpacken kann und das wird dann auch umgesetzt. So, das ist der Helm. Guck mal, das ist immer der geilste Moment, wenn du so eine Folie abziehst.
Na gut. Geht jetzt nicht so gut. Ich glaube jetzt auch, wenn ich mir hier so angucke, dass der Lack hier bis an diese Scheibe dran geht, ist das jetzt, denke ich, auch nicht so der krass teure Helm. Hier sind dann auch nochmal eine Folie. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob hier... Ah ja, doch. Batterie ist scheinbar drin, weil ich sehe, wenn ich hier drauf tippe, siehst du, dass es sich abdunkelt von automatisch. Aber das hier ist die Musik, die dann hier reingehört. Also wahrscheinlich das hier irgendwie so da drauf machen. Was noch dabei ist. Vielen Dank für Ihren Einkauf bei uns. Ich weiß nicht, was das denn sein soll. Das ist wahrscheinlich Reinigung. Ne, es ist Werkzeug. Aha. Das ist wahrscheinlich für die Gasdüsen zu wechseln. Ja, es ist quasi für einen Brenner Sachen zu machen. Und es ist auch so wieder. Guck mal, ich freue mich jetzt über so ein Pillepalle-Ding, was wahrscheinlich 2 Euro kostet, weil ich für 800 Euro mir sowas gekauft habe. Aber ich freue mich jetzt gerade darüber, dass einfach nur so ein kleines Gimmick dabei ist, was mich wahrscheinlich nie nutzen werde, weil es irgendwo jetzt hier in meiner Werkstatt in den unendlichen Weiten verschwinden wird. Aber ich habe mich jetzt darüber mehr gefreut, als jetzt über den Helm, der war quasi wahrscheinlich, ich weiß nicht, was er einzeln kostet, aber ich würde immer schon schätzen, dass der bestimmt seine 70 bis 100 Euro kosten wird. So, den Sack, das mache ich alles hier jetzt mal dabei, damit befasse ich mich später. Dann haben wir aber hier noch Ersatzfrontscheiben quasi, auch schon mal eine coole Sache. Wenn ich irgendwann mal, wenn ich richtig hardcore viel geflext habe und das Ding quasi nicht mehr eine gute Sicht hat, kann ich das austauschen. Hier haben wir noch eine Bedienungsanleitung. Ist ja Schwachsinn, wir sind brutale Kerle. Wir brauchen keine Bedienungsanleitung. Was willst du da wohl schon großartig falsch machen? Das ist ein Helm, ziehst du über den Korb, ne? Egal, ob du Fahrrad fährst oder Inliner. Was haben wir hier noch? Mein großes Päckchen hier. Schweißbrennerkabel. Ja klar, ich habe ja gesagt gehabt, ich möchte Alu schweißen. Und jetzt hast du gesehen, achso, du weißt es natürlich, ich habe es auch vorher nicht gewusst, ich habe mich ja ein bisschen mit beschäftigt. In einem normalen Mack-Paket für Stahl zu schweißen ist eine Seele drin und die ist beim Stahlschweißen, glaube ich, eine Feder oder beziehungsweise aus Metall. Es ist wieder ein ganz gefährliches Halbwissen, aber was ich jetzt sage, ist definitiv richtig. Und zwar bei Aluminiumschweißen muss man so wenig... Also da darf auch so gut wie gar kein Knick in der Leitung drin sein, dass der Alu-Füllgrad oder dieses Alu-Schweißdraht-Gedöns, das muss so sauber und knickfrei da durchlaufen wie überhaupt möglich und ohne Reibung. Und was nehmen wir, wenn wir keinerlei Reibung haben möchten oder so gut wie wenig Reibung haben möchten? Eine Kupferleitung. Nee. Teflon. Wie auf deiner Bratpfanne. Und das hier ist eine Teflonseele. Da finde ich jetzt... Wenn es jetzt hier kurz mal vergleich, der Brenner, da ist der Brenner doch viel cooler hier mit dem Goldenen. Da hätte mir ich jetzt aber gewünscht, dass der Brenner genauso geil aussieht wie der Brenner hier. Mal, hier steht es auch drauf, Alu. Steht hier drauf, AK. Ne? Also AK 47, hätte ich gewusst, was es ist, aber 15 AK, keine Ahnung. Ich sehe schon die ganzen Schweißprofis die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, boah. Was der Typ da für eine Scheiße verzählt. Weil ich sage, ich habe davon keine Ahnung. Das ist wohl die Seele für innen. Ich hoffe, das ist eine Ersatzseele, dass ich da jetzt nichts wechseln oder tauschen muss. Weil da wäre ich absolut raus. Da hätte ich jetzt absolut keine Ahnung, wie mir das Brenner hier zerlegt und das auseinanderbaut und das repariert. Da haben wir wieder den Schutz. Das hier sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Das sieht für mich jetzt aus, als wäre da hier ein Defekt. Na, siehst du das? Hm. Aber vielleicht ist der Draht ja auch so, dass der nicht rund ist. Ja, ne, der ist ja rund, aber das siehst du doch, dass hier dieses Anschlussstück, dass das hier eine Kerbe hat und dann eine Seite mitten, das ist nicht mittig. Also das sieht für mich eher aus, als wäre das vielleicht schlecht produziert. Aber wie gesagt, diese Alu-Geschichte, da bin ich auch momentan schwer dabei, mich zu bilden, wie man am besten Alu schweißt, wie man das am besten vorbereitet, weil bei Alu ist wohl das Wichtigste, dass diese Oxidschicht quasi von den zu schweißenden Materialien unten ist, dass man das sauber schweißen kann. Und diese Oxidschicht bildet sich wohl innerhalb von wenigen Sekunden, in Anführungszeichen. Deswegen muss man immer, bevor man schweißt, dann mit so einer Bürste drüber gehen und es muss dann eine VA-Bürste sein. Also ich habe mich, wie du hörst, habe ich mich echt schon schlau gemacht. So. Fädeln wir mal diesen Draht hier ein.
Das Problem ist, ich habe mich jetzt null damit auseinandergesetzt. Ihr seht es wie ein total unbeholfener Donk Performance zum allerersten Mal hier so ein Draht einpackt. Wie schwer ist denn das? 5 Kilo. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Stahlwerksdraht ein spezieller Draht ist, dass das jetzt irgendwie hier, dass da brutale Zusatzmittel drin sind. Wo ist mein Cutter? Gut. Gut, dass ich mir nicht gemerkt habe, wie es zusammengehört. So wahrscheinlich. Dann der hier und das hier. Jetzt machen wir mal kurz einen Cut, weil ich brauche gerade jemanden zweiten, der diesen Draht hier gut hält, dass ich den abhetzen kann. Wenn ich den mich jetzt loslasse, das ist wie so eine Feder und dann fliegt er hier durch die ganze Gerätschaft. So, der Draht muss natürlich auch durch die Seele, deswegen schließe ich die auch schon direkt mal an. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, ich bin ein Dulli, was so Sachen angeht. Ich mache es mir gern kompliziert. Und vor allem könnt ihr aus meinen Fehlern lernen. So, sagen wir es fest. Jetzt führe ich den hier unten durch. Das passiert genau schon das, was ich gerade befürchtet habe. Können wir uns übrigens auch Licht machen. Naja. Soll ich es mal probieren? Ohne Handschuhe so. Ich bin so der Gefühlvolle. Also ich habe jetzt bestimmt schon 20 Meter Schweißdraht weggeworfen. Ich probiere das jetzt mal. So, Mama, das ohne Handschuh besser funktioniert. Vor allem haben wir gar nicht überprüft, ob die richtigen Rollen drin sind. Ne? Da sind, glaube ich, gar keine Rollen drin, kann das sein? So, irgendwelche Rollen sind drin. Ah ja. Da sehen wir den Draht. Genau, dann durch das andere Ding. Und dann durch das letzte. Ja, das ist das schon sieht, so, sieht doch schon gut aus. Und ist das schon so? Ja, okay, wenn du das drauf hast, dann ist schon gut. Dann muss nur die Rolle angedrückt werden. Das ist gut. Gut. Kamerawechsel. Ja, so einfach kann das gehen. So ein Drahteinfuhr. Ich weiß, hiermit spannt man die Rolle, wie stark die angedrückt werden sollen, dass der Draht quasi Grip bekommt, beziehungsweise angetrieben werden kann. Da kommt natürlich wieder der Dulli raus. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das jetzt mal einfach hier auf Gefühl. So mal auf 3, 2. Ja, so auf 2. Und jetzt gehen wir mal hin und schalten das Gerät ein, weil das müsste es definitiv einen sogenannten Drahtvorschubsknopf geben, der quasi ohne Strom, also ohne dass Schweißstrom erzeugt wird, die Sachen nach vorne fördert. So, jetzt nochmal eine Sache. Moment, wir machen nochmal einen kurzen Cut. Und zwar möchte ich mal zeigen, wie damals Schweißen 1980 war von der Geräuschkulisse. Moment. Mein Oerlikon Schweißgerät von 1980 so um den Dreh. Schalten wir das jetzt mal ein. Also wenn das läuft, dann muss man definitiv seine Stimme um 10 Dezibel erhöhen, weil das macht echt einen Heidenlärm. Und ich gehe voll aus, dass wenn ich diesen Stecker von diesem Gerät in die Steckdose stecke, dann wird da wahrscheinlich geräuschtechnisch gar nichts passieren. Auch selbst nicht, wenn ich hingehe und quasi Schweißstrom benötige. Okay, wahrscheinlich hat es einen Hauptschalter. Ja, kommst kurz mal ran, wir haben das Gerät ganz gerne genauer angeguckt, ne? Also Gasinput, wir haben den Lüfter, unsere Zuleitung, Datenblatt, Hauptschalter. Zack, leuchtet rot. Oh doch, macht doch Sounds. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Vor allem, ihr seht, du hast diesen Rollenwechsel nicht richtig durchgeführt. Nö, nicht gestartet habe ich mal. Ja, gut, dass ich nochmal ein prüfendes Auge hatte. Sonst wäre uns diese Musik wahrscheinlich direkt gerade wieder um die Ohren geflogen. So, das muss natürlich hier ein bisschen geführt sein. Das ist jetzt so ein Punkt, wo ist überhaupt die Feder? Schon verschlammt, herrlich. Ja, du? Geil. Ah, ihr merkt, das ist alles hier top vorbereitet und durchdacht von mir. Was man jetzt natürlich angreifen kann, dass jetzt hier so Sachen, die Rolle hier festhalten, halt aus Plastik sind. Ne?
Aber auf der anderen Seite müssen wir uns überlegen, das ist ein Gerät, das kann mehrere Funktionen. Und das kostet einfach mal alleine 600 Euro. Das ist natürlich viel Geld. Aber wenn ich mir jetzt solch ein Gerät von seinen Funktionen und von seinen Specs von der Firma Oerlikon, ISS, Finus, glaube ich, gibt es noch, oder Fronius natürlich, wenn mir so ein Gerät von so einer Firma kaufen würde, ich glaube, da könntest du ganz locker vorne noch eine 1 oder vielleicht sogar eine 2 hinschreiben. Ne? Also irgendwo müssen Abstriche gemacht werden. So, dann haben wir hier unser Display. Absolut gar keine Ahnung, was wir jetzt hier momentan eingestellt haben. Ah doch, für die Dullis, für mich, sehen wir, mir Mack. Das hier wird wahrscheinlich unser Gasgemisch sein. CO2, mit dem schweiß ich nie. Flux kenne ich nur von Zurück in die Zukunft. Fluxkompensator, keine Ahnung, was ist es? Vielleicht ist das ein Mischmax, aber nee, hier unten ist nichts. Also ich hätte immer gesagt, wir waren hier auf dem Mix. Keine Ahnung, was sie mal machen. Und das hier sieht für mich aus wie Drahtvorschub. Jetzt gehen wir mal hin, machen die Seele und die ganzen Achter hier raus. Wir wollen hier keine Achterbahn direkt fahren. Und lassen hier mal den Draht durchlaufen. Also ich glaube, wir haben hier was falsch gemacht. Dann gehe ich jetzt mal hin und drücke hier den Knopf. Dann gucken wir mal, ob der Draht verletzt wird. Doch, der läuft. Aber warum wird der aufzulaufen? Vielleicht ist es zu stark. Das wäre jetzt so eine Sache, man hätte sich hier auch die Bedienungsanleitung durchlesen können. Ne? Ah, ist raus. Ist aber die Frage, ich habe es jetzt quasi einfach erzwungen, aber ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, warum das denn durchgelaufen ist. Ich gehe von aus, dass ich irgendeinen Fehler mache. Oder das hat eine Schutzfunktion, dass man immer nur gewisser Draht nur. Also normalerweise, wenn du das gedrückt hast, müsste es doch laufen. Und das wird Sinn ergeben, dass es immer so das abschneidet. Nee, gibt keinen Sinn. Okay. Weil. Keine Ahnung, müsste ich mir Bedienungsanleitung durchlesen, aber egal, Draht ist rausgekommen und ich würde auch sagen, das ist richtig gefördert worden und wahrscheinlich könnt ihr euch jetzt darüber aufregen, was für ein Depp ich bin und das falsch eingestellt. Was haben wir hier noch? Hier können wir, das sind denke ich unsere Schweißparameter, Schweißstrom. Sind wir jetzt bei 80 Ampere und wir sehen direkt, es stellt sich die Spannung richtig passend dazu ein. Eigentlich ist für mich der wichtigste Parameter der Schweißstrom, weil das gibt uns quasi, beziehungsweise das vorhin, was ich gesagt habe, 1 mm Blech, so Pi mal Daumen sind 40 Ampere. Ich gehe jetzt mal hin und mache mal hier um die 30 bis 35. Mal 35. Drücken können wir hier nichts. Du kannst auch die Stärke instellen. Was für eine Stärke? Achso, ja, stimmt, das ist falsch. Wir sind hier bei 0,8er Draht. Ah, jetzt hat er direkt erkannt. Okay, bei 0,8er Draht hat er das jetzt hochgezogen und ich kann hier auch gar nicht weiter runter als 40 Ampere. Das heißt, weniger als 1 mm Blech mit dem 0,8er Draht geht auch gerne. Das geht auch generell nicht. Das gibt auch den Draht her. Ich habe davon keinerlei Ahnung, aber ich hoffe, dass ich mit dem Gerät in Zukunft die geilsten Schweißnähte an meinen E30 produzieren werde überhaupt. Was mir jetzt ein bisschen negativ auffällt, ist, dass das Gerät, finde ich, relativ laut ist. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das Gerät gar keine Sounds von sich gibt. Höchstens, wenn es irgendwie wirklich warm läuft vom Schweißen, weil es viel Schweißstrom zur Verfügung stellen muss. So, gehe ich von aus, hier haben wir unsere Masse, ist drin, hier angeschlossen, ich habe keine Ahnung für was das hier ist, gehe jetzt nochmal hin, mache das Gerät nochmal aus, auf jeden Fall macht es coole Sounds, wenn es sich ausstellt. Brutzel ich einfach mal wild drauf los. Natürlich ohne Schutz, nur Helm, mehr habe ich nicht zur Verfügung. Ich habe keine Handschuhe und keine langärmliche Sachen. Ihr könnt mich dafür natürlich in den Kommentaren vollkommen auseinandernehmen. Aber wir sind hier in der Kfz-Werkstatt. Ich habe noch nie in der Kfz-Werkstatt jemanden gesehen, der wirklich seine PSA vollständig anhat. Schweißhelm habe ich jetzt mal an, den von Stahlwerk. Ich habe die ganze Zeit, kann ich ja mal zeigen, den ich vorher hatte. Ich habe mir so aus dem Hornbach damals mal so ein Teil gekauft. Und was ich da das Problem habe, also der ist von seinem Tragekomfort halt nicht so der Hit, da kann man nicht viel einstellen. Bei dem kann man deutlich wesentlich mehr einstellen. Ich habe jetzt einfach mal random irgendwas hier gemacht. Hier ist eine Gummiauflage, vorne an der Stirn so ein Schweißschutz, das ist eigentlich ganz gut. Also Schweiß, nicht vom Schweiß, sondern vom Körperschweiß.
und was wir vorne schon hatten, ich bin mit meiner Brille da drin irgendwo hängen geblieben und das kann man hier verstellen. In dem Bereich hier verstellen, jetzt komme ich mit meiner Brille hier nicht mehr dran. Und ich finde, dadurch, dass hier also mögliches Gummi ist und Schaumstoff und so, ist der Tragekomfort von dem Ding echt geil. Also das finde ich mich richtig gut. Ich habe das Ding jetzt einfach mal auf Schweißen eingestellt. Ich habe jetzt mal einfach mal hier zwei Bleche ein bisschen vorbereitet. Die sind ja ein bisschen dicker als ein Millimeter, deswegen gehe ich mal im Schweißstrom ein bisschen hoch. Gehen wir mal auf 50 Ampere, 45. 45 ist eine schöne Zahl. Und jetzt gehe ich natürlich hin und habe nicht wirklich hier die geile PSA am Start in Form. Ich habe keine Handschuhe, ich habe keine Schweißkittel an, ich habe nur meinen Schweißhelm an. Jetzt gehen wir mal hin und ich setze jetzt einfach mal eine Naht und die wird jetzt katastrophal werden, weil ich habe ja auch absolut gar keine Plan von der Musik. Ah, hier gibt es noch so einen Gasdruck-Gas-Testknopf, keine Ahnung, was der macht. Ah, man hört es. Wie gesagt, ich habe hier Argon irgendwas dran, grüne Flasche. Ihr werdet es besser wissen als ich. Ich kriege immer gesagt, das, was ich hier benutze, ist viel zu teuer für das, was ich schweiße. Aber egal, wenn ich alles schweißen möchte, weiß ich, dass ich mit dem Gas das machen kann. Und man kann scheinbar auch damit schweißen. Und ja, falls nicht das der Fall sein soll, könnt ihr gerne in den Kommentaren mich korrigieren. So. Geil. Natürlich eine wunderhübsche, gekrüppelte Nacht. Geh mal hin und setz mal hier nochmal 5 Ampere mehr drauf. Klappt schlechter oder besser aus. Ich habe aber natürlich auch keine Ahnung, was man jetzt hier noch verstellen könnte. Aber mehr Strom, vielleicht 55 Ampere, vielleicht ist es dann noch schlechter vom Ergebnis. Aber vom Sound her, finde ich, macht das schon ein guter Klang. Nee. Natürlich fest ist das, was ich hier zusammengebrutzelt habe, aber schön ist das natürlich nicht. Das macht nur 100 Ampere, ist total viel eigentlich. Ah, guck mal da. Das sieht natürlich schon besser aus. Natürlich, meine Schweißnähte sind absoluter Müll, weil ich nicht schweißen kann. Da brennt sogar der Tisch. Aber doch. Es hat einfach nur am Schweißstrom gelegen. Ne? Ich bin das nicht gewohnt, so dickes Blech zu schweißen. Ich schweiße am Auto eigentlich immer dünne Sachen. Weil ich würde sagen, das ist jetzt alles noch eine Sache zwischen mir und dem Gerät. Natürlich, dass ich jetzt hier so ein Dulli bin und hier keine Ahnung habe von den Parametern, Gerätschaften etc. Bin ich nicht derjenige, der das beurteilen kann, wie das richtig funktioniert und wie man das richtig einzustellen hat. Aber ich denke, dass ich mit dem Gerät in Zukunft bessere Ergebnisse oder bessere Reparaturen hinbekomme, als mit dem, was ich vorher hatte. Klar, man muss sich ja nichts vormachen. Ich bin hier nicht hier für irgendwelche Träger zu schweißen, irgendwelche Schweißhörner zu machen, die dicht sein müssen. Hier beim Auspuff schon, aber dafür habe ich ja dann hier meine gute Akkuflex natürlich mit einem 5 Ampere Stunden Akku, weil ihr seht, wenn ich solche Nähte fabriziere, brauche ich natürlich viel Kapazität in Form von Akkuleistung, dass ich die wieder natürlich schön schleifen kann, weil wer nicht schweißen kann, der kann halt flexen. In den Worten würde ich sagen, können wir uns verabschieden, beziehungsweise ja, ein Fazit kann ich euch ja gar nicht geben, weil ich habe es jetzt zusammen mit für euch hier ausgepackt und ich habe mir gedacht, habe das vielleicht für euch interessant, wie das Gerät quasi ausgeliefert wird, wie es aussieht. Übrigens, dieser Bümmel, der da rumgebommelt hat, der musste mir hier einen Plus reinmachen. Steht sogar in der Anleitung, aber in der Anleitung steht nicht, warum dieser Drahtvorschubknopf, warum der aufhört. Ich gehe von aus, dass wir da irgendwas falsch eingestellt haben. So, in diesem Sinne, seid gespannt. Ihr könnt gerne mal in die anderen Videos reingucken. In Zukunft werde ich dann mit dem Gerät hier speisen und dann, ja, könnt ihr euch einen drauf bürsten, würde ich sagen. Ciao.